Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute schauen wir uns den kleinen Gremlin an. Nein, kein Gremlin im bösen Sinne, sondern hier die Gremjaschi, den Tier 5 Zerstörer Premium. Und wir sehen, er ist Low Tier. 5er, 6er Gefecht, also von dem her. Aber das ist für die Gremjaschi wirklich nichts Schlimmes. Da sollte man eigentlich gut zurechtkommen. Der Captain Tourette hat das eingeschickt. Vielen Dank. Und gleich mal boosten Richtung Punkt B. Und er will hier den Gegner aufdecken für sein Team. Macht er auch gleich. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen kann. New Mexico hätte da schon im Blick und schießt auch sofort. Und die Omaha wohl gleich als nächstes. Da fackelt er gar nicht lang rum, obwohl er hier den Punkt einnehmen will. Schießt er auch sofort auf den Gegner, aber wir sehen, er geht nicht auf dabei. Das ist natürlich gerade der schöne Vorteil, den er da mit der Gremjaschi jetzt hier hat. Oh, jetzt ist er offen. Und da zündet er jetzt sofort den Rauch. Und da kommt er jetzt ganz knapp über die Insel noch drüber. Und er hat auch gleich den Cap für sich eingenommen. Deswegen da jetzt bloß nicht nochmal resettet werden. Aber das sieht gut aus. Oh, jetzt kommt er wieder drüber. Sehr schön. Auf die Kongo. Nebelwand ist gelegt. Gegner bleiben auf. Also von dem her kann er da jetzt sehr gut weiterhin wirken. Aber natürlich eine ordentliche Distanz. Mit 13,6 Kilometer. Oh, sehr schön angezündet. So soll es sein. Kongo hat direkt den Brand gelöscht. Vielleicht sollte er jetzt auf die New Mexico, die ja da deutlich näher dran ist, nochmal drauf ballern. Aber er bleibt da auf der Kongo. Und da brennt sie jetzt wieder und diesmal kann er jetzt den Brand zumindest mal nicht löschen, höchstens gegenheilen. Jetzt brennt auch die New Mexico, aber der Rauch ist weg. Jetzt muss er aufpassen, nicht zu lange jetzt hier verweilen. Aber schon die ersten 20.000 Damage auf der Uhr und den Cap für sich erobert. Also das ist doch schön. Lief schon mal der Beginn sehr gut. So, und jetzt weiter auf die New Mexico. Dass er da jetzt offen ist, interessiert ihn gar nicht, sondern da jetzt drauf und wieder mal für Brand sorgen. Oh, da ist auch der zweite jetzt schon da. Also da hat die New Mexico jetzt gar keinen Spaß. Wir sehen auch den Damage oben schön. Schön hochzählen und der nächste Brand. Also das ist jetzt natürlich richtig unangenehm für die New Mexico. Guckt mal oben hin. Immer in tausender Schritten geht da der Damage Counter hoch. Das ist natürlich schon verdammt viel. Achtung, meldet Zielposition. Und jetzt ist da die New Mexico durch den Brand weg und jetzt soll die Bayern folgen. Die wird natürlich jetzt mit Torpedos eingedeckt. Muss aber aufpassen, da geht er jetzt auf. Bayern da mit dem Arsch zu ihm. Und jetzt gleich wieder Rauch an und alles raus, was die Kanonen hergeben. Und da ist halt die Gremjaschi wirklich ein absolutes Monster.
Hast jetzt schon sich den Brandstifter geholt. So, jetzt muss er da, oder will er da sich ein bisschen umorientieren. Vielleicht die Ognevoi da mal abholen. Die fährt da mit dem Arsch zu ihm gerade, muss da wohl drehen. Und das ist natürlich für ihn die Möglichkeit, da jetzt richtig ein bisschen Spaß zu haben auf die Ognevoi. Die Ognevoi, glaube ich, weiß auch noch nicht wirklich, dass er da von hinten auf ihn ballert. Da ein Zieltreffer, aber noch nichts Schlimmeres passiert. So, Boost an und da ist die Ognevoi auch schon, geht auf, nur noch 500 Hitpoints. Ja, dann nimmt er sie raus. Zweiter Kill und jetzt ist aber um ihn rum da einiges los, die Erober, recht nah. Und hier kommt er jetzt nicht mehr so einfach weg. Da muss er jetzt aufpassen. 6,8 Kilometer geht er wieder zu, das sind noch weitere knapp 700 Meter, aber die Erober interessiert sich scheinbar gar nicht für ihn. Türme drehen. Ja, doch, kommen jetzt langsam. Und jetzt schießt er mal AP. Auch sehr schön zu sehen. Ah, jetzt kommen die Torpedos auch gar nicht so verkehrt. Doch, dass die Erober jetzt rüberzieht. Ja, einen wird die Erober da abbekommen. Sehr schöner Treffer. 13.000er. Oh ja, aufpassen, Insel. Nicht, dass er da einen Alcarama macht und schön drauf fährt. So, jetzt aufgrund des Winkels aktuell noch mit HE am Schießen. Erober ist da, glaube ich, wirklich gerade ein bisschen überfordert, gegen ihn hier zu spielen. Und da kommt eine dicke Kelle von der New Mexico und nimmt die dann raus. Da jetzt sind Torpedos, auch die Insel. Aber das ist alles in Ordnung. Er ist hier wendig genug, um da sich aus der Affäre zu stibitzen. Die T-22 hier gegen die Bayern im Nahkampf. Die Torpedos von der T-22 sind raus. Die Bayern hat jetzt da natürlich auch kein schönes Leben. Aber schlecht geschossene Torpedos, dementsprechend schafft es die Bayern zu überleben. Und nein, das war doch nichts mehr. Wer kriegt den Kill, wer kriegt den Kill, wer kriegt den Kill? Maschinenboost deaktiviert. Ist immer noch da im Rauch, das Luder. Also jetzt ist natürlich die Frage, wer findet ihn und holt sich da den Kill, weil... Ja, Hitpoint-mäßig braucht man nicht mehr reden. Da ist nichts mehr da oder kaum was da. Und er fährt jetzt hier rein, weil er will es jetzt natürlich haben. Schön aggressiv, direkt auf den Gegner drauf. Na, die Oma ist natürlich auch nicht weit weg. Da gibt es jetzt erstmal, sollen Torpedos folgen. Und da ist er entdeckt. Da ist er auch schon mit hier ihren 28 Hitpoints. Ja, da langt eine Granate. Und er konnte sich den Kill sichern, weil er dementsprechend nah dran war. Damit immer noch ein sehr knappes Gefecht. Sein Team holt sich jetzt gerade den Punkt C. Der Rauch ist aktiv. Gegnerteam mit 4 Schiffen, sein Team inklusive ihm noch mit 5. Also von dem her leichte Tendenzen aktuell für ihn und sein Team. Oh, die Torpedos hier Richtung Omaha. Aber da ist die Omaha schon durch. Jetzt nur noch bei 4,4 Kilometer. Ist aber auch so eine AP-Distanz. Allerdings fährt er gerade für ihn von dem her sehr schlecht. Deswegen muss er weiter mit der HE schießen. Läuft jetzt hier auf die Sanddüne auf. Dementsprechend natürlich jetzt hier die Möglichkeit, er brennt. Noch eine Salve muss sitzen. Und dann holt er doch den Kill. Vierter Kill. Noch einen. Dann ist schon die Krake im Haus. Sehr fein. So muss es weitergehen. Das war ein großartiges Gefecht. Vielen Dank.
Also aktuell muss man sagen, läuft alles für ihn und sein Team. Ein Schiff mehr auf der Uhr, zwei Caps. Nur die Tickets ist er noch ein bisschen hinterher, aber das wird gleich aufgeholt. Also derzeit schaut alles gut aus. Und was haben wir denn da? Hoppala, die Bayern. Da ist er offen. Da ist er auch jetzt gut bedient, damit, dass er nur einen Torpedofächer sozusagen rausschießt. Boah, da natürlich jetzt der dicke Damage der Bayern, ganz klar. Das war jetzt auch etwas überraschend, muss man gestehen. Also da soll der jetzt versuchen, schnellstmöglich wegzukommen. Aber lustigerweise, Bayern will alle drei Torpedos abfangen mit seinem Körper, so wie es aussieht. Also, da hat schon einer mit einem vernichtenden Schlag gereicht und da ist auch schon die Krake da. Also, interessant, dass da die Bayern sich dachte, ich fahre weiter geradeaus, komm mir was wolle, das schaffe ich schon. Ich fange den Torpedo mit dem Gesicht ab. Ja, warum auch nicht? Hat super funktioniert. So, und jetzt natürlich die Kongo. Der erste Torpedofächer ist schon raus. Der zweite soll jetzt folgen. So, jetzt hier bloß nicht wieder aufgehen. Natürlich diesmal vielleicht ein bisschen reduzierter spielen, bloß nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Allerdings sind die Türme gerade von ihm weggedreht. Also vielleicht dann doch jetzt den einen oder anderen rausballern. Aber die New York direkt im Hintergrund. Deswegen jetzt den Rauch an und jetzt Vollgas. Weil jetzt weiß er, der wird ihm aufgemacht. Großkaliber ist schon im Haus. Ja, die Torpedos leider. Oder der letzte vielleicht. Ja, der letzte trifft noch. Und beschert ihm hier einen Ausfall sowie auch den Wassereinbruch. Und der wird aktuell noch nicht repariert. Oh, das sind ja hier ganz schön böse Treffer, die die Kongo hier bekommt. Und wir sehen, der Damage. Gleich wird es hier sich erledigt haben. Ja, und da ist er auch schon raus. Und jetzt einzig und allein nur noch die New York dem Sieg entgegenstehend. Aber das sollte alles gar kein Problem mehr werden. So, ist er offen. Aber jetzt kann er da ein bisschen das Risiko gehen. Ah, aber da wird er sofort hier in den Fokus genommen. New York weiß natürlich auch, hoppala, das kann richtig unangenehm werden. Der Torpedo, der trifft für auch 8.000 Schaden. Ist schon bei 149.000, also der hat sich hier ordentlich nach oben geballert. Und ich sag schon mal jetzt vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.